Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial, diesmal die Internetrecherche. Schwerpunkt wird sein Google. Hier gibt es einige Sachen, die man so eigentlich nicht kennt und auf die werde ich jetzt im Einzelnen eingehen. Ich habe hier mal eine Statistik aufgerufen nach Schlüsselwörtern, was am häufigsten auf YouTube gesucht wird, und was auffällt ist Facebook, YouTube, Google. Man weiß ja eigentlich, was das für Seiten sind, wo man die findet, aber es läuft wahrscheinlich so ab, man gibt hier gar nicht die Internetadresse ganz ein, also hier zum Beispiel Facebook, sondern man gibt hier nur Facebook ein und dann lande ich natürlich zuerst auf Google und hier unten klicken die Leute dann auf Facebook und dann bin ich erst auf Facebook. Anstatt es andersrum zu machen, dass ich sage, okay, Facebook, komm. Und dann bin ich sofort bei Facebook, ohne diesen Umweg auf Google. Ja, zuerst muss man mal sagen, dass auch die Adressleiste als Suchfeld geeignet ist. Wenn ich jetzt hier einen Begriff Strom eingebe, dann kommen sofort Google-Treffer. Das heißt, man wird umgeleitet auf die Seite Google. Das kann ich aber auch in anderen Programmen machen. In anderen Programmen wie hier der Firefox-Browser, da ist sogar ein extra Suchfeld angegeben. Also ich kann hier auch Strom eingeben und komme dann zu den Ergebnissen. Und hier bei dem kleinen Pfeil hier kann ich auch entsprechend die Suchmaschinen ändern. Ich kann auf Wikipedia suchen lassen, auf eBay, auf Amazon eben die verschiedenen Suchbereiche umstellen. Hier funktioniert es ebenfalls in der Adressleiste Strom und schon komme ich zu den Ergebnissen. Und dann schauen wir uns noch den Internet Explorer an. Hier funktioniert es ebenfalls Strom und komme zu meinen Ergebnissen.